TVG. Wir werden zu dir stehen. Liebe TVGlerinnen und liebe TVGler, ich möchte euch heute zur 5. Folge unseres TVG Handball Online Trainings begrüßen. Ja, wir machen heute wieder 6 Übungen, 3 Kraftübungen, 3 Übungen mit Ball und zum Schluss machen wir nochmal eine Challenge. Ja, dann können wir auch direkt starten. Kommen wir zur ersten Übung. Bei der ersten Übung handelt es sich um eine Übung zur Aufwärmung. Wir machen jetzt auf der Stelle Skippings. 45 Sekunden lang, machen dann Pause, machen 45 Sekunden lang Anfersen, wieder Pause, 45 Sekunden lang Skippings, Pause, 45 Sekunden Anfersen. Also insgesamt jede Übung zweimal, a 45 Sekunden. Ja, ich stelle mal den Timer. Ich glaube, Skippings kennen jeder. Wir ziehen die Knie an und laufen auf der Stelle. Mach's mal von der Seite. Das machen wir dann immer schneller und wir versuchen ein schön hohes Tempo zu behalten und das dann 45 Sekunden wirklich intensiv zu machen. Dann starten wir den Timer jetzt und los geht's. Könnt die Arme gut mitnehmen beim Laufen. Immer auf der Stelle bleiben, Knie möglichst hoch anziehen, ein gutes Tempo beibehalten. Und Pause. Kurze Pause machen. Eben kurz verschnaufen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon was trinken. Und dann machen wir jetzt 45 Sekunden lang Hacken anfersen. Also wir ziehen den Ball, die Hacken immer zum Gesäß. So schnell wie möglich. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Hände davor nehmen. Ja. Und das dann wieder mit einer höchstmöglichen Intensität. Ja. Ich glaube, die Übung kennt auch jeder. Und dann starten wir jetzt. Gutes Tempo beibehalten auf der Stelle. Könnt die Arme wieder mitnehmen. Und wieder Stopp. Wieder eine kurze Pause machen. Könnt die Beine auch mal ausschütteln. Nehmt euch was zu trinken ruhig. Und dann machen wir das gleiche nochmal, also erst Skipping 45 Sekunden lang und dann Anfersen 45 Sekunden lang. Und dann können wir jetzt auch schon starten. Wieder Knie möglichst hoch anziehen, mit den Armen mitgehen. Gutes Tempo. Thank you.
machen wir wieder eine Pause. Beine wieder mal ausschütteln. Und dann machen wir jetzt noch ein letztes Mal Hacken anfersen. Oder anfersen. Hacken anfersen ist doppelt. Anfersen 45 Sekunden lang. Und dann hätten wir die erste Übung auch schon geschafft. Okay, und dann starten wir jetzt. Zwanzig Sekunden noch. Zehn. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und zu Ende. Und das war dann auch unsere erste Übung. So, kommen wir zur zweiten Übung. Die zweite Übung ist wieder eine Koordinationsübung mit dem Ball. Eigentlich eine sehr handballtypische Übung, aber wir machen die Übung nicht mit der Hand, sondern mit unserem Fuß. Also in dem Fall eher untypisch. Die Übung wird aber helfen zur Koordination der Beine. Wir versuchen nämlich gleich den Ball zu prellen mit den Füßen. Dabei nutzen wir abwechselnd den rechten und den linken Fuß. Ich kann einmal vormachen, wie ich mir das vorstelle. Also, immer abwechselnd nehmen. Ich mache es einmal von der Seitenansicht. Okay, wenn der Ball mal wegspringt oder so, könnte mir auch passieren. Als Handballer sind wir ja nicht unbedingt die geborenen Fußballer. Also, dann fangen wir direkt an. 1, 2, 3. Oh, das war schon das erste Mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kurze Pause. Dann machen wir das gleiche noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das war besser. Also, das war dann auch schon unsere zweite Übung. So, kommen wir jetzt zur dritten Übung. Bei der dritten Übung handelt es sich um eine Kraftübung wieder mal. Bei der Kraftübung können wir aber den Ball benutzen. Also müssen wir den Ball benutzen. Wir gehen jetzt also gleich in die Liegestützposition und dann lassen wir den Ball um unsere Hände kreisen. Ich kann einmal zeigen, wie ich mir das vorstelle. Also, wir gehen in die Liegestützposition und nehmen den Ball zwischen uns und lassen den Ball einmal um den rechten Arm kreisen, wenn wir uns auf den rechten Arm stützen, wechseln die Hand, auf der wir uns stützen, lassen den Ball um den linken Arm kreisen. Davon machen wir jetzt 10 Stück, also 10, 5 um den linken Arm, 5 um den rechten. Okay, dann starten wir direkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wieder kurze Pause und dann machen wir das gleiche nochmal. Jetzt geht es mit der zweiten Runde weiter. Wir lassen wieder den Ball um unsere Arme kreisen. 10 Mal das gleiche, so wie in Runde 1. Wir gehen also hoch in die Liegestützposition und starten. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Perfekt. Das war dann auch die dritte Übung. So, kommen wir jetzt zur nächsten Übung. Bei der nächsten Übung handelt es sich wieder um eine Koordinationsübung. Dafür brauchen wir 2 Tennisbälle. Wenn ihr nicht 2 Tennisbälle habt, könnt ihr auch 2 Limetten nehmen oder 2 runde Früchte oder Dinge, zum Beispiel 2 Zitronen oder so, die ungefähr die Größe von 2 Tennisbällen haben. So, wir nehmen jetzt die beiden Tennisbälle in die eine Hand, in unsere Wurfhand, in unsere starke Hand und versuchen die dann zu kreisen. In einer Hand, ohne dass die runterfallen. Macht das langsam und konzentriert. Ja, ihr müsst mal gucken, in welche Richtung ihr das könnt. In die Gegenrichtung wird es dann meistens sehr schwer. Wir fangen damit mal jetzt an und versuchen die 10-mal zu kreisen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut, das war's dann. Machen wir wieder eine kurze Pause. Und machen das gleiche nochmal. 1, 2, 3. Ihr könnt auch versuchen, die Richtung zu ändern mal. Das ist aber für mich sehr schwer. Ihr könnt dann auch versuchen, die Hand zu wechseln. Ihr könnt uns dann ja mal bei Instagram zuschicken, ob ihr das in alle Richtungen könnt, mit beiden Händen. Ich würde mich sehr interessieren, ob es jemand von euch gibt, der das mit zwei Händen, mit beiden Händen kann und in beide Richtungen. Ich werde es auch mal üben und werde euch nächsten Donnerstag bei der nächsten Folge mal meine Fortschritte zeigen. Also, wir haben jetzt bestimmt schon 10-mal gemacht und das war dann auch schon die Übung. Nach dieser doch sehr entspannten, nur für den Kopf und fürs Gehirn anspruchsvollen Übung kommen wir jetzt wieder zur fünften Übung, zur Kraftübung. Dafür brauchen wir wieder den Ball. Wir trainieren jetzt mal den unteren Rücken und dann zeige ich euch mal die Übung. So, bei der Übung brauchen wir wieder unseren Ball, die Wand und den Boden. Ich glaube, das werden alles Sachen sein, die ihr wohl zu Hause haben werdet. Wir legen uns gleich flach mit dem Bauch auf den Boden, heben dabei die Oberschenkel vom Boden an. Dadurch berühren weder die Oberschenkel, Knie noch die Fußspitzen mehr den Boden und wir heben die Brust an, sodass nur unser Rumpf auf dem Boden liegt und den Boden berührt. Dann werden wir den Ball mit ausgestreckten Armen gegen die Wand rollen und dann den Ball vor unserem Kopf mit unserem Kopf anstoppen oder mit den Händen auf Kopfhöhe anstoppen und wieder gegen die Wand rollen. Wenn das jetzt für euch nicht ganz verständlich war, kann ich das nochmal vormachen. Also wir legen uns hin. Oberschenkel berühren nicht mehr den Boden. Weder Knie, Oberschenkel noch unsere Fußspitzen. Wir gucken nach unten, sonst gibt es eventuell Nackenschmerzen. Heben den Brust vom Boden ab. Wir liegen quasi nur mit dem Bauch auf dem Boden. Strecken unsere Arme aus und rollen den Ball gegen die Wand, stoppen den Ball auf Kopfhöhe und rollen den Ball wieder gegen die Wand. Dabei stützt euch nicht auf den Ball ab, sondern rollt den einfach nur nach vorne. Davon machen wir jetzt 10-mal, also rollen den Ball 10-mal gegen die Wand. Und dann starten wir jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut, das war die erste Runde. Bei der zweiten Runde werden wir es ein bisschen erschweren. Wir legen uns wieder auf den Ball
auf dem Bauch, nicht auf dem Ball, auf dem Bauch. Heben wieder Oberschenkel, Knie, Fußspitzen an. Rollen wieder den Ball, aber nachdem wir den Ball gerollt haben, führen wir die Hände und die Arme, ohne dass sie den Boden berühren, an. Die berühren sich hinterm Rücken und dann rollen wir den Ball wieder. Also, wir rollen den Ball, unsere Hände berühren sich hinten und rollen den Ball wieder. Hände berühren sich und wieder. Dabei sollen, wenn möglich, die Hände nie den Boden berühren oder die Arme. Und dann machen wir das gleiche wieder 10 Mal. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das war dann auch schon die Übung. So, kommen wir jetzt zur 6. Übung. Bei der 6. Übung handelt es sich wieder um eine Koordinationsübung. Diese Koordinationsübung ist wieder mit Ball und wird diesmal auch ganz handballtypisch mit Ball gemacht und es wird der Ball geprellt. Wir brauchen dafür einen Platz von 1-2 Metern. Wenn ihr den nicht haben solltet, könnt ihr die Übung genauso gut draußen auf der Straße machen. Irgendwo werdet ihr schon Platz finden, um das zu machen. Wir müssen nämlich den Ball prellen. Wir prellen den Ball vorwärts, dann rückwärts und prellen den Ball dann einmal durch die Beine, prellen dann vorwärts und wieder rückwärts. Ich kann euch einmal vormachen, wie ich das mir vorstelle. Also wir prellen, rückwärts, einmal durch die Beine, vorwärts, rückwärts, durch die Beine, vorwärts, rückwärts. Also, ich glaube, das ist für jeden verständlich. Wir machen das alles 8 Mal. Also 8 Mal vorwärts, rückwärts, durch die Beine. Und das alles ist ein Durchgang. Also vorwärts, rückwärts, durch die Beine ist 1. Und davon machen wir also 8 Mal. Okay. Dann starten wir. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Sehr gut, dann hätten wir das auch geschafft. Kurze Pause machen wieder. So, wir machen das gleiche dann nochmal natürlich nach der kurzen Pause. Wir machen das diesmal aber nicht mit der starken Hand, sondern mit unserer schwachen. Wir prellen also vorwärts, rückwärts, versuchen den Ball dann durch unsere Beine zu prellen. Und machen das wieder 8 Mal. Also, vorwärts, rückwärts, durch die Beine. Vorwärts, rückwärts durch die Beine. So, ich glaube, jeder hat verstanden, wie es funktioniert. Dann machen wir das gleiche wieder 8 Mal. Also. 1, 2, 3.7, 5, 6, 7 und 8. So, dann hätten wir die 6. Übung auch schon geschafft. So, nach der 6. Übung kommen wir jetzt auch schon zu unserer Challenge. Bei der Challenge handelt es sich wieder um eine Challenge mit dem Ball. Dafür brauchen wir 3 Flaschen. Bitte nehmt Plastikflaschen, keine Glasflaschen, weil die Flaschen könnten umfallen und vielleicht eventuell kaputt gehen. Wir stellen 2 Flaschen nebeneinander hin,
wie ein Tor, ungefähr einen halben Meter, 30 bis einen halben Meter, 30 Zentimeter bis einen halben Meter Platz zwischen den beiden. Dann stellen wir die Flasche, die andere Flasche, schräg davor, einen Meter davor und 2 Meter zur Seite davon. Also einen Meter vor und ungefähr einen Meter zur Seite. Stellen wir die hin. Können wir auch ein bisschen weiter hier hinstellen. So. Jetzt versuchen wir den Ball um die Flasche zu drehen und damit, dass der Ball in unser Tor geht. Okay, ich kann einmal vorstellen, wie ich mir das zeigen, wie ich mir das vorstelle. Mal sehen, ob ich jetzt treffe. So, und dann rollt der Ball da ins Tor. Wir haben jetzt 10 Versuche, den Ball da reinzudrehen. Mal sehen, wie viel wir von den 10 Versuchen schaffen. Mal sehen, wie viel ich davon schaffe, mal sehen, wie viel ihr davon schafft. Ja, also, wir starten. 1 von 1. 1. Ups, hier war ja gar nichts. 2 von 1. 1 von 2. Oh, 1 von 3. Jetzt muss ich aber auch mal wieder treffen. Scheiße. Ah. 2 von 5. Ah, kein Treffer mehr. War nicht drin. 2 von 6. Oh, und? Ah. 2 von 7. Jetzt die letzten beiden will ich aber auch treffen. Also. Nein! Ah. 2 von 9 und der letzte jetzt. Auch kein Treffer. Also, ihr habt 2 Treffer von 10 Versuchen. Ich glaube, das könnt ihr schlagen. Aber ihr müsst uns was einschicken, damit ihr uns zeigen könnt, dass ihr mich schlagen könnt. Ihr könnt das gerne auf Instagram tun. Da heißen wir handball-im-tvg. Ja, da könnt ihr uns gerne auch Bilder und Videos schicken, wie ihr die Corona-Zeit überlebt und gerne Videos, wie ihr die Übung macht mit dem Ball mit den 2 Tennisbällen in der Hand drehen, ob ihr das mit beiden Händen in beide Richtungen könnt. Ich kann es bisher nur mit der rechten. Mal sehen, ich versuche es nächsten bis Donnerstag mal zu verbessern. Und wenn es gut klappt, zeige ich euch meine Verbesserung. Ja, und ihr könnt das Video gerne liken. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch einen Daumen runter geben. Unter uns Kritik, also gerne konstruktive Kritik in den Kommentaren da lassen. Und ja, folgt dem Kanal gerne. Wir stehen kurz vor 100 Abonnenten. Würde uns natürlich freuen, wenn wir jetzt die 100 Abonnenten knacken würden. Und ja, dann bis Donnerstag wieder und bleibt gesund. Wir haben Herz und Leidenschaft, sind ne rot-weiße Macht. TVG, wir kämpfen nur für dich. Hier in Hütte ist unser Thron. Hier sind die Fans unsere Bastion, denn hier beim Handball, ja da.